So, dann bin ich wieder zurück und wir werfen direkt den Blick auf den DAX im 4-Stunden-Chart. Denn er kämpft im Prinzip seit anderthalb Stunden, seit 2 Stunden um die Ausbruchsmarke bei 9.750,60. Die letzte 4-Stunden-Kerze schloss darüber, jedoch folgte anschließend, also in den nächsten, seit 30 Minuten folgte kein neues Hoch, sondern etwas Verkaufsdruck kam auf. Das liegt auch einerseits am US-Markt könnte das liegen, dass es jetzt hier nicht mehr direkt durchstartet. Denn der Nasdaq erreichte eben im vorbörslichen Handel heute eine Widerstandsmarke genau bei 4.300 Punkten. Das ist noch das Chartbild von letzter Woche. Am Freitag hätte der Index nicht unbedingt nochmal unter 4.130 eigentlich fallen sollen, nahm aber den Umweg und steht eben jetzt direkt an der Widerstandsmarke. Hier spielt es natürlich noch auch eine Rolle, ob direkt nach der Eröffnung im US-Markt um 15:30 Uhr weiterer Kaufdruck herrscht oder eben meine favorisierte Variante, dass zunächst erst einmal 50 Punkte etwa wieder in den Bereich von 4.250 der Markt zurückfallen sollte. Deshalb sollte man im DAX etwaige Long-Positionen eng absichern, also größere, oder eben noch auf eben auch einen Rücksetzer warten, um dann wieder neu einzusteigen. Aktuell wäre ein Rücksetzer ja in dem Bereich von 9.700 ja empfehlenswert oder könnte man zum Einstieg nutzen. Das Chartbild von Volkswagen ist meiner Meinung nach immer noch sehr interessant, auch für ein Long-Szenario. Allerdings muss eben jetzt, ich habe die Kauftriggermarke etwas nach unten gesetzt, bei 92,55 sollte der Kurs darüber schließen im 1-Stunden-Chart, sollte es eigentlich eine deutliche Erholung zu 97 bzw. zu 103 Euro führen. Die beiden Versorgeraktien haben so gut wie das Kursziel erreicht. Im Hoch war RWE bei 11,03,5 Cent und die E.ON-Aktie hat im Prinzip genau das erste Kursziel erreicht. Im Prinzip der weitere Verlauf ist genauso noch so wie eingezeichnet und könnte Ende der Woche, wenn wirklich auch der Ausbruch im DAX erfolgt, in Richtung 9 Euro wandern. So, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche allen noch einen erfolgreichen Nachmittag. Ade.